Hey Leute, willkommen zurück bei Super Mario 64 Last Impact. Heute machen wir weiter mit Kurs 8 Melty Mountain Mountains. Und zwar Stern 8 Beat the Blurgs. So, ich muss sagen, es ist ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal Last Impact gespielt habe. Ich kann das Spiel überhaupt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Aber ich spiele es einmal trotzdem, weil, keine Ahnung. Ich habe jetzt plötzlich Lust drauf bekommen und ich will mal, dass das LP endlich zu Ende ist. So, Beat the Blurgs. Ich weiß, dass Blurgs irgendwie diese ein Viecher sind, die so in der Lava sind und im Eis. Aua, das tut weh! Bitte lass mich in Ruhe. Ich will nichts von dir. Komm schon, lass mich hoch! Ja, okay, also, so, geht doch. So, ich glaube hier, genau hier, dieses Viech. Aber wie soll ich das töten? Vielleicht mit, ich glaube hier in diesem Level, da gab es diese Eisblumen. Und Feuerblumen und, das ging ja schnell. Also, da haben wir das Leben schnell heute verloren in dieser Episode von Super Mario 64 Last Impact TM. Aber von wo kriege ich denn die Eisblume nochmal? Ich kenne mich hier überhaupt nicht mehr aus. Also, ich habe mir vorhin mal die Sternliste angeschaut, welche Sterne ich noch machen muss. Ich habe entdeckt, dass es, glaube ich, einen ganzen Kurs gibt, den ich noch nicht gemacht habe. Hier in diesem Abteil. Das können wir uns ja in einer anderen Folge mal anschauen. Ich denke, heute werde ich dazu nicht mehr kommen. Aber jetzt gerade würde ich eigentlich nur erstmal eine Eisblume finden wollen. Vielleicht ist da hinten eine, weil ich sehe da Eis. Komm her, ich brauche Münzen. So. Oh. Feuer. Na, ich glaube auf der Eisseite da gibt es auch noch so ein Eis-Charvarik. Well, okay, das war's dann wohl damit. Oder wie heißen die Blurgs? Also im neuen Mario Maker, was jetzt bald rauskommt, bei der Aufnahme von der Episode hier, da heißen die Charvarik. Ich weiß nicht, wie die offiziell heißen. Also ich denke mal jetzt Charvark, aber Blark könnte auch sein. Oh, ich war doch gar nicht im Feuer drin. So. Jetzt habe ich die Feuerblume nicht mitgenommen. Und wieder zurück. Und schaffe ich den Sprung? Ja! Feuer! So, wo ist hier der Eis-Charvark? Ich nenne die einfach mal Charvark. Ich glaube, der war hier drüben. Ja, genau. Was steht denn da auf dem Schild? Warning, the ice in front of you is dry ice. Jumping into it will burn you instantly. Ich muss sagen, es ist auch schon ein bisschen spät in der Nacht, also entschuldigt das bitte, wenn ich nicht richtig lesen kann. Oh! Ah, komm her. Ah! Stirb! Warst du's? Okay. Cool. Brauche ich jetzt nur noch den Feuertypen. Und nicht sterben natürlich. Sterben wäre jetzt ganz, ganz schade und böse.
Die Kanone will ich mal nicht benutzen, weil als ich das letzte Mal benutzt habe, da bin ich glaube ich stuck gewesen so. Also mit der Kanone habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Benutze ich jetzt auch nicht nochmal, aber ich brauche eine Eisklumpen. Warte, ist da nicht so drinne vielleicht eine? Weil ich glaube, da war dieses eine Rätsel. Nee, hier. Gut gemacht, Mario. Nee, hier komme ich ja gar nicht rein. Wo ist eine Eisblume? Gib mir eine Eisblume. Bitte. Also hier unten bin ich ja reingekommen, ne? Ja. Aha. So komme ich nach unten. Also, glaube ich, kann nicht wirklich viel sehen. Hier muss es doch eine geben. Oh, 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 oh. Ja. Eis. Wuhu. Und funktioniert die überhaupt noch? Ja. Cool. Wächst der Goomba. So, jetzt wieder nach oben und zu dem Feuer-Charvark. Also wenn ich das schaffe, die Kamera ist nicht besonders gut. Okay. Ich sehe halt einfach überhaupt nichts. So. Na. So. Okay. Da lang. Nehme ich an. Oh, jetzt bloß nicht von dem treffen lassen. Oh, ich vertraue dem Ganzen hier nicht. Hätte schief gehen können. Da juckt mein Ohr eben. Einen Moment. So. Und jetzt ab zum Feuer-Charvark. Komme ich doch irgendwie besser? Ja. Da aus. Wow, 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 wow. Stirb. Dreckvieh. Drecksvieh. Ach, wenn es das schon war, ne? Dann ist es voll einfach. Was? Wo ist der hin? Ah, da. Da. Hallo. Tot? War das jetzt? Danke. Also ich glaube, ich habe es hier hinten irgendwo gesehen. Also, naja, nicht gesehen, aber halt. Da hat die Kamera hingezeigt. Da unten! Muss ich nur noch sicher runterkommen. So, genau. Wuhu, 75. Ich habe vielleicht auch ein, zwei Sterne mehr als im letzten Part. Aber, naja, das, ich weiß nicht ganz, wieso das passiert ist. Ich hatte irgendwer mein Spiel verhext. Und ihr werdet außerdem bemerken, dass ein paar Parts offline sind, nicht mehr online. Beziehungsweise sind noch online, aber sind ungelistet. Weil Momo das wollte, dieses Arschloch. Dieser Arschloch. Meldimo, warte. Harried Honey Hive. War das nicht das hier hinten irgendwo? Ja, schaut so aus. Ich komme da runter. Ah, hier. Profi, ey. Bin so gut in diesem Spiel. Okay. Versuch 30.
Komm, 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 komm. Ja. Bin ich gut, ey. The Hive's Coin. Okay. Mehr Coins. Oh, die Musik. Die habe ich komplett vergessen. Aua. Warte, Coins, aber die 100 Münzen habe ich schon. Ach stimmt, war das nicht hier, wo hier diese eine rote Münze war, die einfach verschwunden ist oder so? Können wir dann einfach nicht finden. Wenn das jetzt schon wieder so ist, dann weiß ich nicht, ob ich das überhaupt machen werde heute. Oder ich werde es wahrscheinlich cutten. Keine Ahnung. Sollte ich alle finden, dann bleibt das hier jetzt noch drin. So, wo kriege ich denn nochmal überhaupt das Speeding-Ding, das Item? Treue Viewer der Serie wissen ja, dass ich eigentlich nur rote Münzen mit Momo mache, aber der will sowieso nicht mehr in Videos sein, deswegen fick den oder so. Und spannend. Darf nur bloß nicht ins Wasser fallen, weil dann verliere ich ja Bienenpower ab. Oh, das schaffe ich nicht. So. Ah ja, und ich will auch nicht besonders sehr ins Wasser gerade fallen. Weil es dauert sehr lange, hier rauszuschwimmen. Ich glaube, hier schon 6. 6? Alter. Das ging sehr schnell. So, warte, von hier komme ich. Ich muss dann erstmal hier rein. Oh, oh, oh. Oh, yeah. So, komm, die letzte, die finde ich noch. Wo ist sie? Wo ist die letzte Münze hin? Da! Uhu! Also das ging jetzt sogar relativ schnell. Dafür, dass es rote Münzen waren, ne? Und 100 roten... die 100 normalen Münzen, die habe ich ja schon, also... Gut, der Stern ist hier. Uhu! 76! Hives Coins. 45 Münzen. Weiter geht's. Im Stern. Silver Stars and Spiders. Ah. Ah. Ja, das. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen spoilern lassen. Über diese Mission. Ich weiß schon, was hier gleich vor sich gehen wird. Ist immer recht cool. Wir bekommen gleich ein neues Power-Up gezeigt. Wir so noch nicht gesehen haben. Das ist eine recht interessante Idee. Erstmal hier die Viecher, von denen ich den Namen vergessen habe. Die aussehen wie Spinnen. Und dann hier das Spinnen-Power-Up. Boah, sieht das komisch aus. So, hier ist ein Schild. Das zeigt uns, wie es geht. This is a spider mushroom. When Mario collects this mushroom, he turns into a spider. Mario granting the ability to spawn strings with the L button. The strings last for a few seconds before disappearing. You only have one string per jump and can only have one string at a time, so be careful. Okay. Also basically, ich kann hier so ein Ding machen. Und wenn ich runterspringe, dann ist es weg. Ah. Wofür ich das brauche? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es geht. Yay. Wo geht's denn hier überall lang? Weil ich muss ja anscheinend Silbersterne... Das will ich noch nicht machen. Silbersterne muss ich anscheinend sammeln. Ich denke mal, ich muss hier hoch so. Sehe nichts. Lange Kamera. Wow. Das hätte schief gehen können. Oh, wow, wow, wow.
Sag mir doch jemand, dass... Ach so, they only last a few seconds. vielleicht soll ich mal den Text verinnerlichen. Zum Fick. Wieso bin ich jetzt da gespawnt? Nein, ich will doch nicht sterben. Alter. Was? oh, ich bin so ein Profi. Das muss ich aber hinmachen, da ich es überhaupt noch schaffe, bevor der Part Ende geht. Ich bin so gut. So, hoch geht's. Oho, oho. Komm. Und zurück da hinten hin. So, jetzt muss ich all die Silbersterne sammeln, ne? Okay. Hä? Hä? Ist klar! Ja, natürlich. Was soll denn der Scheiß? Oh nein. Und dann sind wir wieder hier. So. Hoffentlich funktioniert das jetzt bitte. Will ich nochmal sterben? Die Kamera hilft aber auch echt nicht, ne? Weil, schau mal, ich gehe jetzt hier hoch und bleibt die Kamera einfach noch hier drin. Ne, das ist ja echt super. Das ist sehr hilfreich. So, diesmal gehe ich einfach nicht über die Brücke. Sondern einfach, springe einfach drüber. Funktioniert irgendwie viel besser. So. Ich denke mal, jetzt will das Spiel, dass ich hier so hoch gehe. Okay. Und dann hier rüber. Ja. Oh, das hätte schief gehen können. Das war sehr knapp. Oh, dafür brauche ich sowas nicht. Und hier, da könnte ich es entweder langsam da oben drüber oder irgendwie versuchen, das schneller zu machen. Ich glaube, ich mache das ein bisschen schneller. Nein, nein, leck mich doch am Arsch. Oh. Mann. Euer Scheiß, wieso war ich denn jetzt so nah da dran? Manchmal springt er irgendwie recht weit und manchmal irgendwie nicht. Hallo, da bin Blanke. So, bitte. Flehe das Spiel an. Bitte lass mich den Scheiß einfach mal jetzt schaffen, gewinnen tun. Ich hab's sogar mal über die Brücke geschafft. Bin ich gut. Warte. Wenn, dann muss ich da schon so schön einen Triple Jump machen. Und Weitsprung. Rück. Der hat Suiz. Okay. Diesmal gehe ich da schon ein bisschen früher. Nein! Oh Gott! Scheiße. Ey, mein Herz. Oh, wäre ich da jetzt nochmal runtergefallen, ne? Ich würde sowas von Rage... Was muss ich da machen? Ich da drüber springen? So?
drauf springen? Ja, kann ich. Oh, bitte, bitte, bitte. Gib mir den Stern. Oh, lass mich doch bitte einfach hoch. Danke. Oh Gott, dieser verdammte Stern mit den Silberstern. Der war so böse. Gut, aber dann wird die 20 Minuten reicht. So 22 Minuten bei mir in der Aufnahme. Das war's dann mit dem heutigen Part. Von letzten Packs. Oh, das letzte Stück, da hat mich echt noch überrascht. Ja gut, also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. ich hoffe, euch hat dieser Surprise-Comeback-Part gefallen. Bis denne. Tschüss.